screeching volley to break the deadlock. She's one of the most recognisable faces in football, even when in disguise. Popp's done it again! The German captain cannot be stopped. A superstar, leader and role model. Ich hatte gefühlt keine Wahl, nicht Fußball zu spielen. And a down-to-earth entertainer. Und deswegen bin ich gerade der Alexander und ich freue mich, dass ich hier bin. Popp's popularity has mirrored the rapid rise of the women's game in Germany and Europe. Poppy ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Sie ist eine Ikone. Sie ist einfach für das Team da, stellt sich vor das Team und es ist unglaublich wichtig. The dream hasn't always gone to script. This is a story of success, setbacks and comebacks. Dieses Kämpferherz, sag ich mal, das trägt sie halt schon in sich. Und immer wieder auch aufzustehen und zu sagen, okay, ich komme zurück. So how did Alex Popp overcome all the obstacles to become the face of German football, an idol to thousands, and the beloved leader of a Germany team aiming to change the game? Popp's stomping ground into her early years was in the football-mad Ruhrgebiet at Gevelsberg-Silscheda. Here she played in boys' teams until she was 14. Ich habe extrem früh angefangen, also ich war 4 Jahre alt schon und bin zum Fußball gekommen eigentlich durch meinen Papa und ich habe einen 3,5 Jahre älteren Bruder, wo ich gefühlt seit Geburt an eigentlich immer mit auf dem Fußballplatz oder in der Sporthalle war. The Ruhrgebiet is home to one of Germany's fiercest football derbies, and Borussia Dortmund's Westfalenstadion was the perfect introduction to a game that would shape Popp's future. Ich bin mit meiner Mutter mal im Stadion gewesen, mit meinem Bruder auch schon. Mein Vater auf gar keinen Fall, der ist Schalke-Fan. Da war ich wirklich stolz wie Oscar, dass als ich das erste Mal auch im Stadion da stand und die große gelbe Wand zu sehen, die Atmosphäre zu spüren, das war ein wahnsinniges Erlebnis. Standing together with 80,000 other fans, Popp could never have even dreamt of standing in her idol's boots one day. Ich habe mich selten damit beschäftigt, zu sagen, ich möchte Profifußballerin werden oder ich möchte in einer Nationalmannschaft spielen. Das kam bei mir erst sehr, sehr spät. Vorher habe ich einfach nur Fußball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich die Liebe zum Fußball gefunden habe. Popp's professional journey started at FFC Recklinghausen and she started being called up to Germany's youth teams. She also joined a school run by Schalke, the enemy of her beloved Dortmund. She was the only girl to be part of the school's football program. Es war nicht so einfach, dass wir das geschafft haben, muss man auch sagen. Aber für mich war es ein riesengroßer Mehrwert. Schalke developed their best youth products here. Popp trained with the likes of Joel Matip and Ralph Fährmann, which gave her a crucial edge when playing in the girls' teams. Am Anfang waren die Jungs sehr skeptisch, wussten auch nicht so ganz, wie sie mit mir umgehen sollten. Aber wir hatten dann relativ frühzeitig ein 5 gegen 2 ein bisschen gespielt und da haben sie dann gesehen, okay, die Alte hat was drauf. Und da waren dann die Wogen eigentlich sehr schnell geglättet und wir hatten wahnsinnigen Spaß zusammen auf dem Fußballplatz. Alongside the schooling change, Popp also earned a big move to FCR Duisburg in 2008, a powerhouse of German football at the time. World Cup winners such as Inka Grings, Simone Lauder and Annika Kran were in the squad, but a young Popp was unfazed. Dann sieht man natürlich relativ schnell, dass sie ein gewisses Talent hat. Das hat man natürlich auch im Platz relativ schnell gesehen und sie war halt relativ jung, auch vom Charakter halt oder von der Persönlichkeit halt noch jung, wo man gesagt hat, okay, da wird sie sich sicher in den nächsten Jahren auch noch entwickeln. Ich war, als ich jünger war, sehr frech und ich bin dann nach Duisburg gewechselt und habe tatsächlich so ein bisschen gedacht, hey, jetzt bin ich hier und
ich bin mehr oder weniger besser als ihr. So. Und, aber das wurde mir ganz, ganz schnell gezeigt, dass ich das nicht war. Unter anderem von einer Inka Grings, auch Annike Kran, die immer sehr, sehr kritisch auch mit mir umgegangen ist. Aber auf eine Art und Weise, die mich hat entwickeln lassen. In her first season with Duisburg, Popp won the Champions League and the German Cup, a sign of things to come in her club career. And in 2010, Popp had the world at her feet after truly bursting on the international scene as a 19-year-old. This was the first time kickoff met the upcoming superstar Alex Popp. The striker was hot property, fresh from winning the Under-20 World Cup with Germany, where she scored 10 goals in 6 games and was named Player of the Tournament. Ja, das war unbeschreiblich eigentlich. Das war ein Moment purer Freude, purer Stolz. Da war sie auch schon eine gewisse Führungsspielerin. Also ich glaube schon, das war ihr nicht 100% in die Wiege gelegt, sag ich mal. Aber Ansätze gab es dazu halt und sie hat sich halt auch extrem dahin entwickelt. Ich glaube, dass aufgrund dieses Turniers mein Name plötzlich sehr, sehr präsent war im deutschen Frauenfußball. Das hat mich schon dann auch ein Stück weit beflügelt und auch aufgezeigt so ein bisschen, wo es vielleicht auch noch hingehen kann. With Inka Grings starring for both Duisburg and Germany, Popp had the perfect teacher in the art of goal scoring. And the young newcomer made an almost immediate impression. Ich erinnere mich auch an das Probetraining, was sie damals mitgemacht hat. Wir haben nicht viel in dem Training gemacht, sodass man auch nicht wirklich großartig über die Person an für sich urteilen konnte. Aber da fiel mir schon auf ihr fantastisches Kopfballspiel, was man natürlich nicht so schnell vergisst. Das war ganz verrückt, eine ganz verrückte Zeit. Also die hatten da wirklich eine gute Mischung, um mich von dem hohen Ross sozusagen, wo ich irgendwie dann doch war, runterzukriegen. Und mich entwickeln zu lassen. Habe mich da als Mensch, als Persönlichkeit da auch schon extrem entwickelt und das schätze ich auch sehr. Another key figure, current Germany coach Martina Voss Tecklenburg, who was then training Popp at Duisburg. With 4 Euros trophies and 6 Bundesliga titles as a player, she was another ideal tutor. She helped develop Popp's work ethic and defensive prowess, playing her at left back when she first arrived. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber es war für meine Entwicklung, auch für meine sportliche Entwicklung, war es definitiv nicht verkehrt, auch mal eine andere Position zu bespielen, auch zu merken, wie agiere ich überhaupt. But Popp only had eyes on playing up front, and she gradually made the position her own at Duisburg before her next big move. In 2012, Wolfsburg signed Popp as they were shaking up women's football. Since then, they've won 7 Bundesliga titles, 9 German Cups, and 2 Champions League trophies. Popp has notched up 152 goals in just under 300 games for the club. High with the delivery, Popp's there! And Wolfsburg have a second! Popp had a dream start to her Wolfsburg career, winning the treble in her very first season. Also die Saison an sich war total Wahnsinn. Dann sind wir aber mit der Qualität, die wir an Spielerinnen in diesem Kader hatten, in eine Saison gegangen, wo wir wussten, okay, also eigentlich konnten wir nur gewinnen. In the Champions League final against Lyon, Popp's selflessness and commitment was on show for all to see. Despite carrying a ligament injury, Popp put her body on the line. Dann kommt der Trainer auch noch zu mir und sagt, du spielst hinten links, was ich die ganze Saison nicht gemacht habe. Das war total verrückt, aber mir war einfach klar, ich will dieser Mannschaft einfach helfen, um den Erfolg irgendwie für uns zu generieren. Lyon came in as heavy favorites, but a Martina Müller goal was enough to seal a 1-0 victory. Lyon hat mit, fand ich persönlich, mit einer gewissen Arroganz gespielt, die uns sogar noch mehr motiviert hat, noch mal einen draufzusetzen. Ja, dann haben wir es am Ende geschafft und das konnten wir alle
absolut nicht glauben, dass wir mit diesem Gewinn der Champions League dann am Ende auch noch das Triple geholt hatten. Also es war, war völlig verrückt. Völlig verrückt, eine Freude, die man kaum beschreiben kann. At the age of 22, Popp had won it all in club football. And on the international scene, Popp's star was also rising as Germany searched for a new number 9. Birgit Prinz was and remains Germany's greatest ever goalscorer, and Popp was ready to step up when she retired in 2011. But while Popp was cleaning up trophies for Wolfsburg, injuries were derailing her international career. She missed both the 2013 and 2017 Euros, with the latter injury seeing her question her future in the game. Of course, there was a lot of success amongst the injuries, as Popp first cemented her place as one of Germany's leading players, won gold at the 2016 Olympics, and then captained her country at the 2019 World Cup in France. Ich glaube, mit jeder Verletzung lernst du ja auch dazu, du lernst deinen Körper besser kennen, du entwickelst dich in der Persönlichkeit halt auch komplett anders, weil du vielleicht auch den Moment, wenn du dann wieder auf dem Platz stehen kannst, nochmal anders wertschätzt. Aber du weißt halt auch, was für ein harter Weg das ist, immer wieder Rückschläge zu verarbeiten und immer wieder dahin zu kommen. And as Euro 2022 rolled around, there was a feeling of redemption in the air, with Popp determined to make up for lost time. The striker's history of injuries touched the public's hearts ahead of the tournament and coincided with an explosion of interest in the women's game. When she came off the bench to score against Denmark in the opening group match, a flood of emotions poured out. Dass es dann halt auch so der Moment ist, der Lohn für die harte Arbeit, den sie halt auch einfach ewig da reingesteckt hat. Popp went on to score against Spain, Finland, Austria, and twice against France in the semi-finals. The love for Popp had reached incredible heights, and a final showdown against England at Wembley in front of 87,000 fans was calling. Until... Well, Germany, what a blow it is for them. Alex Popp misses out. Popp didn't feel 100% after an injury in shooting practice, and pulled herself out of the starting lineup. Ich finde, das hat so einen Respekt verdient, weil das schafft auch nicht jeder. Ja, natürlich war es extrem hart, irgendwie einen Tag vorher zu spüren, dass man wahrscheinlich das Europameisterschaftsfinale nicht spielen kann. Da hatte ich auch wirklich lange dran zu knacken, das zu verarbeiten. Und man hat natürlich auch die Tage danach viel hinterfragt, was hätte ich ändern müssen, hätte ich überhaupt trainieren sollen, hätte ich diesen einen Schuss noch machen müssen, also Fragen über Fragen. With their talisman only able to direct from the sidelines, Germany lost 2-1 in extra time. Another injury, another heartache. Ich glaube, mit einem Stück weit Reflexion kann sie aber dann schon sagen, sie ist sehr stolz darauf, was sie da erreicht hat und kann auch stolz darauf sein, wie sie damit umgegangen ist. In typical Popp style, the setbacks have only hardened her resolve. At 32, she's still got time to inspire her team to international glory. Sie zeigt einfach, dass man da einfach immer dranbleiben soll, dass man auf seinem Weg bleiben soll und sich nicht irgendwie unterkriegen lassen soll. Und da würde ich sagen, hat sie mich auf jeden Fall sehr inspiriert. Sie ist einfach ja, immer da, setzt sich für das Team ein und ja, hat da keine Angst vor irgendwelchen Dingen, sondern ja, ist einfach für das Team da, stellt sich vor das Team und das ist unglaublich wichtig. Her work rate, football IQ, an easygoing personality have also made her an idol for thousands across Germany. Sie ist eine Ikone. Also ich glaube, wenn man Menschen in Deutschland fragt, welche Fußballerin fällt ihr als erstes ein, dann würde sie auf jeden Fall als erstes genannt werden. Was man bei ihr immer wieder merkt, wenn man sie auch vor allem auch näher kennt, dass sie halt total authentisch ist.
Popp may only have one or two more chances at international success, and so the 2023 World Cup is firmly in her sights. Erstmal freue ich mich natürlich sehr auf die WM und glaube, dass wir dann eine sehr, sehr große Rolle spielen können, was auch den Titel angeht. And after football, when she's hung up her boots and said goodbye to an already trophy-laden career. Ich kann mir vorstellen, im Fußball zu bleiben, könnte aber jetzt keine genaue Position nennen, ob es Trainer ist, ob es Management ist oder ob es irgendwie andere Bereiche sind. Da bin ich noch nicht so festgefahren und ich glaube, das ist auch gut so, dass ich das noch nicht bin. Aber klar würde ich irgendwie ein Stück weit gerne im Fußball bleiben. Wherever she ends up, Popp's name is sealed in the history books. As a world-class footballer, an inspirational leader, and a perfect role model who's helped push women's football forward.